offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. So, hallo, ich darf Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen am heutigen Sonntagnachmittag. Es begegneten sich vor 9000 Zuschauern in der Freud-Arena der 1. FC Heidenheim 1846 und der FC Hansa Rostock. Die Begegnung endete 1:2. Zu meiner Rechten begrüße ich recht herzlich den Trainer des FC Hansa Rostock, Herrn Marc Fascher. Zu meiner Linken begrüße ich unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Wie üblich gebührt unserem Gästetrainer das erste Wort. Okay, guten Tag. Ich glaube, aus unserer Sicht, wenn ich die 90 Minuten Revue passieren lasse, kein Spiel für schwache Nerven. Wir haben uns vorgenommen, vor dem Spiel den Spielaufbau von Heidenheim, es ihnen da so schwer wie möglich zu machen, sie immer wieder früh anlaufen, damit sie ihr Kombinationsspiel nicht so aufziehen können. Ich glaube, das ist uns auch gerade in der Anfangsphase sehr gut gelungen. Die Mannschaft war wach und hat sich dann auch letztendlich mit dem tollen 1:0 gekrönt, mit dieser Einzelleistung von Tommy Weiland. War wirklich ein sehenswertes Tor. Das spielt dann natürlich in die Karten, aber damit reizt du natürlich auch den Gegner noch mehr, der ja wirklich zu Hause, muss man ja wirklich fairerweise sagen, eine Macht ist. Und dass der Druck des Gegners dann natürlich auch zunimmt. Da war dann auch die ein oder andere Situation, die wir überstehen mussten. Ich denke da nur an den einen Pfostenschuss. Das sind natürlich alles so Szenen, wo ein Spiel natürlich auch nochmal drehen kann. Aber wir haben es letztendlich mit 1:0 in die Halbzeit gebracht. Und dann passiert natürlich genau das, wo du als Trainer natürlich erstmal verrückt wirst, wenn das eintritt, wovor du letztendlich warnst. Dann kommt da ein langer Ball, wir sind hinten nicht wach und kassieren dann sehr, sehr früh den Ausgleich. Und dann musst du natürlich erstmal zusehen, dass du nicht gleich noch einen oben drauf kriegst, um dann komplett auf die Verliererstraße zu geraten. Was wir dann gut gemacht haben, wir sind konstant geblieben und haben, muss man fairerweise sagen, mehr aus dem Nichts. Aber Standardsituationen gehören eben halt zum Fußball dazu. Das 2:1 gemacht, ebenfalls eine tolle Einzelleistung von Smetana, wie er sich da behauptet und dann den Ball letztendlich versenkt. Und was mir gefallen hat, wie gesagt, Heidenheim weiter viel, viel Druck gemacht in ihrem Wohnzimmer. Aber wir haben weiter sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet, haben immer wieder versucht, den Spielaufbau zu unterbinden. Deshalb auch viele lange Bälle von Heidenheim, die natürlich auch immer Gefahr mit sich bringen. Aber wir sind hinten natürlich auch ganz gut kopfballstark und so, dass wir uns da wirklich des Öfteren behaupten konnten. Und wie es dann eben so ist, wenn der Gegner alles nach vorne schmeißt, hat man natürlich noch eine riesen Konterchance. Und vielleicht nochmal den einen oder anderen Ansatz, den wir vielleicht hätten besser zu Ende spielen können. Ich glaube, wir brauchen da auch nichts beschönigen. Wer in Heidenheim gewinnt, der braucht auch ein Quäntchen Glück. Und das hatten wir, das haben wir uns aber auch erarbeitet. Ich bin jetzt knappe 14 Tage dabei. Und was ich der Mannschaft hoch anrechne, ist in der Zeit, dass sie sehr, sehr konzentriert gearbeitet haben und sich eigentlich heute dann auch mit diesem Sieg, wie gesagt, mit dem Quäntchen Glück, was du brauchst, um hier zu gewinnen, sich erarbeitet hat. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh. Dankeschön. Vielen Dank, dann übergebe ich das Wort an Frank Schmidt. Ja, Glückwunsch an Hansa Rostock zu dem Sieg heute bei uns. Ich glaube, seit knapp 11 Monaten die erste Niederlage in der dritten Liga. Trotzdem tut es weh, man verliert nicht gerne. Aber ja, wenn man das Spiel so sieht, ich denke, der Marc hat es schon hervorragend auch analysiert. So war es auch. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dieses Hochverteidigen, das macht man wahrscheinlich nicht nur, weil mein Kollege nichts Besseres einfällt. Er hat gewusst, dass das Mittel zum Zweck ist, weil die hohen Bälle, die konnten wir nicht erreichen. Ja, wir haben zwar gewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass wir heute Probleme im Spielaufbau bekommen können. Und wir haben uns mehr auf diese zweite Bälle konzentriert, weil in der Luft, ja, das war eben schwierig, aber selbst die, da hat uns so einfach die Giftigkeit, die Aggressivität, so die letzte Entschlossenheit gefehlt, um diese Bälle, die der Gegner auch wegköpft, ja, um diese Bälle zu erreichen. Und das war ein Problem für uns im Spiel bei eigenem Ballbesitz, im Spielaufbau. Und wenn wir dann mal versucht haben, über Dreierkette aufzubauen oder mal über die Halbpositionen, dann war zu wenig Tempo dabei und zu wenig Leidenschaft, einfach das auch machen zu wollen. Ja, schnell, zügig und dem Gegner gar nicht die Möglichkeit geben, sich immer wieder zu ordnen. Aber das größte Problem von uns war heute das Defensivverhalten.
nicht weil Hansa Rostock so viele Torchancen gehabt hat, sondern weil sie die langen Bälle ja, einfach gnadenlos, die Fehler, die wir gemacht haben, ausgenutzt haben. Wir verlieren beim 1-0 das Kopfballduell, schaffen es nicht hinten zu schließen und den Ball abzulaufen. Und dann trifft er den Ball natürlich hervorragend gegen uns. Komischerweise, diese Distanzschüsse, die schlagen immer schön ein bei uns, wenn dann der Gegner das Tor macht. Aber ich habe dann auch der Mannschaft zur Halbzeit gesagt, das, was der Marc gerade gesagt hat. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, die haben jetzt Angst davor, dass jetzt kurz nach der Halbzeit das Spiel kippen kann. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie auch ausnutzen. Und ich denke, dass da mit einem Diagonalball, wunderschön geschlagen von Marc Schnattrau, mit schön quergelegt von Dennis Malora, da hat man schon gemerkt, dass wir jetzt an uns glauben, dass wir diese Phasen nutzen wollen, um das Spiel zu drehen. Aber ja, die Situation zum 1-2, unfassbar. Ich glaube sogar, es wäre eigentlich Freistoß für uns gewesen, aber das ist egal, das kann passieren. Aber ein langer Ball, 40 Meter, ja, nach vorne geschlagen. Und Sventana, auch wenn er 1,98 ist, der darf nicht einen Ball einfach mit der Brust annehmen und dann ins Tor reinschießen. Deswegen haben wir dann das 2-1 kassiert und haben nicht mehr geschafft. Löblich, dass wir so ein Druck attestiert wird, aber so richtig klare Torchancen hat man ja nicht. Und deswegen haben wir da einfach das Spiel, was wir durchziehen wollten, flach, schnell am Boden, aufgrund des Gegners, aber auch der fehlenden Aggressivität in gewissen Situationen nicht durchziehen können und haben dann auch letztendlich verdient verloren. Nochmal Glückwunsch an den Gegner. Für uns bedeutet es mittlerweile, so schnell geht es im Fußball, freuen wir uns auf ein Auswärtsspiel. In Wien-Wiesbaden die Chance, das wieder gut zu machen, heute die Niederlage. Wir sind enttäuscht, aber wir stehen wieder auf. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen seitens der Presse? Herr Fascher, Glückwunsch zum Sieg. Ihr Stürmer, der Johann Plath, ist er verletzt oder warum hat er nicht gespielt? Nee, er ist ja nicht verletzt, sonst wäre er ja nicht im Kader gewesen. Er war ja auf der Bank. Bitte? Warum einfache Umstellung, weil er hat kleiner Überraschungseffekt für den FCA? Nein. Das Problem war, 14 Tage, habe ich ja gerade angesprochen, bin ich im Job und am Anfang meiner Amtszeit war Johann Plath noch angeschlagen, konnte also noch nicht voll trainieren. Er ist mehr oder weniger quasi in der Mitte oder nach einer Woche, um das mal so zu formulieren. Und der André hat bis dato seine Sache gut gemacht im Training, hat sich wirklich gezeigt und präsentiert. Und dementsprechend habe ich mich heute für André entschieden. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche dem FC Hansa Rostock eine gute Heimreise.